zeige ich euch, wie man gebratene Nudeln zubereiten kann. Hierfür benötigt ihr vorgekochte Nudeln. Das sollten ungefähr 200 Gramm sein, also ein bisschen weniger als die Hälfte einer Packung. Spaghettis eignen sich besonders gut. Dieses Gericht reicht dann am Ende für zwei Personen. So, dann benötigt ihr noch eine halbe Zwiebel. Zum Würzen Salz und Pfeffer, zum Braten Pflanzenöl und ihr braucht noch einen Putenschnitzel. Und zwar sollte das relativ dünn geschnitten sein. Am besten nehmt ihr zwei mittlerer Größe und dann braucht ihr noch ein Messer zum Schneiden. Ihr beginnt damit, indem ihr erstmal euer Fleisch klein schneidet, als ob ihr Geschnetzeltes zubereiten möchtet. Dafür legt ihr euer Fleisch einfach auf ein Brettchen, legt es schön aus und jetzt schneidet ihr es einfach in ungefähr 2 bis 3 cm breite Streifen. So, dass sie ungefähr so breit sind. Und dann legt ihr die Streifen so gut wie es geht übereinander und schneidet das jetzt nochmal quer. Ihr solltet wirklich ein scharfes Messer haben, damit das Fleisch durchs Schneiden nicht kaputt geht. So. Und das macht ihr jetzt mit dem anderen Fleischstück auch noch. Wenn ihr damit fertig seid, geht es ans Schneiden der Zwiebel. Hierfür muss diese erstmal geschält werden. Das ist ganz einfach. Da schneidet man einfach vorne und hinten jeweils die Enden ab. So, und jetzt kann man einfach die Schale vorsichtig mit dem Messer abziehen. Nehmt am besten, abgesehen von der Schale, auch noch die erste Schicht weg, denn die ist immer ziemlich trocken. Kann man einfach mit dem Messer drunter gehen und das dann problemlos abziehen. So. Und ihr braucht natürlich keine ganze Zwiebel. Halbiert sie einfach einmal in der Mitte. Hoch. Und die Hälfte reicht, wie gesagt. Und jetzt schneidet ihr sie einfach klein, indem ihr sie mit der Schnittfläche auf euer Brett legt. Und dann einfach kleine, dünne Scheiben abschneidet. So. Diese Scheiben dreht ihr jetzt und schneidet sie auch noch einmal quer durch, dass ihr kleine Würfelstücke bekommt. So, wem die Streifen immer noch zu groß sind, der kann sie einfach jetzt noch was kleiner hacken. Und dann ist man auch schon mit der Zwiebel fertig. Und jetzt müssen noch die Nudeln klein geschnitten werden. Hierfür empfiehlt es sich einfach eine Gabel zur Hilfe zu nehmen. Und jetzt schneidet man die Nudeln einfach in der Schüssel klein. Schon ans Braten gehen. Jetzt benötigt ihr eine ganz normale Pfanne. Diese stellt ihr einfach auf euer Kochfeld und dreht dieses hoch.
Gebt ein wenig eures Pflanzenöls in die Pfanne und wartet ungefähr eine Minute, bis das Öl richtig heiß geworden ist. So, und nun gebt ihr eure geschnittenen Zwiebeln sowie euer geschnittenes Fleisch in die Pfanne. Und dieses muss jetzt unter ständigem Wenden ein paar Minuten gebraten werden, bis das Fleisch durch ist und die Zwiebeln goldbraun geworden sind. Nach ca. 5 Minuten ist das Fleisch nun schön angebraten und durch. Und nun können auch die Nudeln hinzugegeben werden. Stellt jetzt die Herdplatte auf mittlere Stufe. Und nun müssen die Nudeln ebenfalls wie das Fleisch unter ständigem Rühren gut angebraten werden. Wenn nach ein paar Minuten die gewünschte Nudelhärte erreicht ist, geht es nun ans Würzen. Hierfür braucht man jetzt Salz und Pfeffer. Schön großzügig würzen, denn gerade das Fleisch braucht einen intensiven Geschmack. So. Und nun wieder alles gut umrühren. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Zum Schluss kann man das Gericht noch mit frischen Kräutern, wie zum Beispiel Basilikumblättern, verfeinern. Und dann seid ihr auch schon fertig. Ich hoffe, das Gericht gefällt euch und guten Appetit!